Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 24. September 2019 auch wieder mit einer Skatlegung, wie du siehst, und zwar Zwillingsflammen Twin Flame die Essenz. Wie du auch siehst, also das ist die Karte, der Herzbube steht für was Vergangenes, für was Altes, für Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu werden, gerade für bestimmte Dinge zu stehen, sich den Situationen zu stellen. Und wir schauen mal, wie es deinem Zwillingsflamme, deine Twin Flame heute geht. Und bevor ich damit beginne, mit der Mischung der Karten, natürlich bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und einfach in der Energie der Kristallschale eintauchst. Konzentriere dich auf deine Zwillingsflamme, auf deine Zwillingsseele, auf dein Twin Flame. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung. Und dafür stelle ich so die Kamera ein, dass du es genau sehen kannst. Und sende mir bitte deine Gedanken zu. Ja, da kommt auch schon der Seelenpartner-Karte, also die Seelenpartnerschaft, was ihm auf der Kopfebene bewegt. Wahnsinn! Du kommst hier auf der Herzebene, also ich bin jetzt schon ganz gespannt, wie das jetzt hier bei deinem Zwillingsflamme oder Twin Flame auch aussieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen zu laut. So, ich denke, das ist so besser für dich. Und zwar dann beginne ich jetzt auf der Kopfebene, wie du siehst, auch hier zeigt sich auch diese Seelenpartnerschaft bei ihm. Also ist ihm schon bewusst, dass er deine Seelenpartner ist oder umgekehrt, dass ihr so eine besondere Verbindung auch zueinander habt und also diese Nähe und Verbundenheit, diese Frau, Vertraute, diese Vertrautheit, diese, ja, also einfach diese telepathische Verbindung auch. Und also ihm ist das auch bewusst, dass du halt eine sehr selbstbewusste Frau bist, die ihre Ziele angeht, die so ganz im Leben steht. Also der hat eine ganz hohe Meinung von dir, dass du auch so eine gewisse Stärke auch ausstrahlst. Also das ist jetzt auf der Kopfebene. Auf der Herzebene zeigst du dich bei ihm. Also er hat dich im Herz geschlossen. Regelrecht hat er dich im Herz geschlossen und hat er also dich im Herzen. Und er arbeitet spirituell daran, also hier an dieser Weiterentwicklung, also dass es hier auch mit dir weitergeht, in dieser Verbindung auch weitergeht. Nun, wie geht es weiter? Also wenn ich jetzt diese Karten hier anschaue, dann merke ich schon, dass etwas Unverhofftes geplant ist, dass es etwas Unverhofftes, was ganz Plötzliches zeigt sich hier im Außen. Allerdings ist das hier noch blockiert, also es kränkelt auch noch so ein bisschen. Und ja, was kränkelt denn hier auch dieser Neuanfang? Also unverhofft kommt etwas, also im Außen, auch auf ihm zu. Aber also dieser Neuanfang ist generell blockiert. Also die Energie hier des Tages befindet sich hier allgemein in diesem Energie, ja, bei sich selber ankommen, zu Hause bei sich selber ankommen oder aber auch in seinem häuslichen
in häusliche Situation auch. Vielleicht ist er auch beschäftigt zu Hause, dass er sein Zuhause verschönert, renoviert oder irgendwie neue Möbel hat oder etwas organisiert, etwas kreiert. Also es geht um die häuslichen Angelegenheiten allgemein. Heute an diesem Tag oder ist etwas heute gerade bei ihm zu Hause, steht was an oder ist geplant. Es kommt etwas Unverhofftes, aber wie gesagt, der Neuanfang ist hier blockiert. Ich würde gerne noch eine Karte ziehen aus dem Wolke 7 auf Wolke 7, wie du siehst, aus dem Kartendeck. Und wir fragen, was die Engel jetzt nochmal für deine Zwillingsflamme, für den Twin Flame auch sagen. Die unterste Karte zeigt sich hier, der Engel der Neugier. Sehe mit den Augen des Engels der Neugier, sei offen für Neues und lass dich von dem Leben überraschen. Der Engel der Neugier weckt dein Interesse für alles Neue. Also das heißt, dass er halt so ein bisschen wie verspielt, wie ein kindliche Neugier auch mit in den Tag bringt und dass er einfach mal schaut, dass er offen ist und sich auch überraschen lässt. Hier der Engel der Freundschaft begleitet ihn heute besonders. Ein guter Freund ist ein wertvolles Geschenk. Pflege die Freundschaften mit Liebe und das bereichert dein Leben. Auch, dass der auch heute besonders seine Freundschaften auch pflegt, vielleicht auch die Freundschaft zu dir. Dass man halt auch, wenn man noch keine Beziehung miteinander führt, dass man also eine gewisse freundschaftliche Annäherung stattfindet, also dass er dann auch was Nettes zukommen lässt und dass er das auch erkennt, wie wertvoll dieses Geschenk also für ihn sein könnte. Das war jetzt die Essenz für heute von deinen Zwillingsflammen, von deinem Twin Flame. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich nach wie vor über einen Like und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und das nächste Mal wieder dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.